Die Schweden lieben ihre Strände, an heißen Tagen wie diesen noch viel mehr. Deswegen sieht es vielerorts so aus wie hier am Strand von Göteborg. Badegäste liegen dicht auf dicht, von Mindestabstand keine Spur. Mundschutz trägt auch keiner. Es gibt keine verbindlichen Regeln, nur Hygieneempfehlungen, auf die Schilder diskret hinweisen. Aber niemand ist verpflichtet, sich daran zu halten. Auch das Versammlungsverbot für mehr als 50 Menschen gilt an Stränden und in Freibädern nicht. Wir bemühen uns, sagt eine Strandbesucherin, aber man vergisst es sehr leicht. Ich glaube nicht, dass Schweden die Sache sehr ernst genommen hat, aber es ist schon in meinem Hinterkopf. Ich glaube nicht an Corona, sagt eine andere junge Frau. Und deswegen ignorieren sie die Abstandsregeln. Nein, sagen wir so, wenn mich jemand fragt, sage ich ja, aber ganz konkret tue ich es nicht. Ein weiterer Grund für die Fülle: wegen relativ hoher Fallzahlen dürfen Schweden innerhalb Skandinaviens und Europas nicht so freizügig reisen. Da bleibt nur der Urlaub am heimischen Strand.